Ja, hallo zusammen, YouTuber. Hier bin ich mal wieder. Heute soll es um French Nails gehen. Ich hatte mir ja letztens dieses P2-Set hier geholt. Da sind außer den Nagellacken auch noch Schablonen drin. Ich habe inzwischen schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt und da will ich euch jetzt mal zeigen, wie ich insgesamt mit P2-Produkten, aber im Prinzip nicht nur von diesen hier, weil da einige Schwierigkeiten aufgetreten sind, wie ich jetzt schon mal festgestellt habe, meine French Nails mache. Okay, dann können wir auch schon mal gleich loslegen. Ich stelle euch hier mal ab. Hier leider rum. So, jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert hat. Bin etwas ungeübt hier mit meinem kleinen Stativ. Gut, als allererstes starte ich mal mit der Pflege unten drunter. Und zwar nehme ich, das ist jetzt hier das einzige Produkt, was ich nicht von P2 hierbei verwende. Das ist von Rival de Loup Care Nagelhaut Erweicher steht da. Erweicher Gel, okay, gut. Also ich mache mal gleich die ganze Routine mit. Gut, natürlich ablackieren und feilen habe ich jetzt nicht gezeigt. Das, was ich jetzt irgendwie auftrage, das zeige ich dann nochmal. So. Also erstmal hier auf die Nagelhaut auftragen. Ganze mache ich jetzt natürlich noch auf der anderen Seite und lasse das mal so 2 Minuten einwirken. Und dann kann das gleich weitergehen. So, nachdem das jetzt also 2 Minuten eingewirkt ist, oder hat besser gesagt, einen Nagelhautschieber nach oben geschoben. Und durch den Rest abgewischt. Als nächstes geht das weiter mit dem Nail Gloss and Care von P2. Das ist also ein Unterlack, der gleichzeitig pflegt. Mache ich mir prinzipiell eigentlich immer drunter, wenn ich irgendeinen Lack auftrage. Also egal, ob der nun hell ist oder nicht. Bei hellen Lacken ist die Gefahr natürlich nicht so groß, dass sich der Nagel verfärbt. Aber so sicherheitshalber mache ich das halt immer drauf.
So, ich mache noch die andere Seite und lasse es dann noch wieder so 2 Minuten ein bisschen antrocknen. So, soweit wären wir jetzt also schon mal wieder. Und jetzt kann es also endlich mit dieser Serie hier losgehen. Also auf der Beschreibung steht, man startet mit diesem Apricot hier. Danach soll man diese Schablonen, also ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie sieht, hier habe ich schon welche abgemacht. Hier sind noch so ein paar übrig, die sind halt so halbrund hier, dünn und halbrund auftragen oder aufkleben. Und als Überlack kommt dann dieser Rosé-Lack hier drauf. So, ich starte mit dem ersten Lack. Aprikofarbenen. Übrigens letztens mir so ein Brie 2 Prospekt geholt aus dem DM. Da hat man dann gesehen, dass das im Augenblick ganz in ist oder immer noch in, sagen wir mal so, mit dem French Nails. Gut, ich mache noch die andere Seite und dann kommt das, was ich hier mal geringfügig anders mache, als das hier so angegeben ist. Jetzt geht es etwas anders weiter als in dem Set hier vorgeschlagen, denn an sich sollte man jetzt mit diesen Schablonen hier abkleben und den vorderen Teil dann mit dem French White lackieren. So habe ich versucht. Trotz größter Bemühungen ist es mir leider nicht gelungen, dass da nicht weiße Farbe hinterher sozusagen da drunter kriecht und das eben einen unschönen Rand gibt. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt versuche, ohne Schablone nur mit dem French White vorne zu malen, dann habe ich den Effekt, wie ihr hier sehen könnt, das Weiß echt voll knallig. Also das ist jetzt nicht irgendwie durchscheinend, sondern wirklich voll knallig. Übrigens, wenn man mal rein weiße Nägel haben will, dann ist das mal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Aber jetzt für den Zweck, dass ich mir das nur vorne weiß machen will, ohne Schablone, weil Schablone es halt nicht tut, ist es leider nicht so geschickt. Deswegen nehme ich lieber von P2 Perfect Look Beauty Nails für Gelnägel Look. Das Ganze ist natürlich deutlich durchscheinender, aber verzeiht sozusagen auch mal so ein paar Patzer. Das fällt dann also nicht so extrem auf. Gut, also mit anderen Worten, ich mache jetzt sozusagen per Hand den vorderen Bereich weiß. Muss man natürlich eine ruhige Hand haben, aber mal sagen, das ist doch ganz gut machbar. Ja, das ist ein bisschen daneben gegangen, muss ich nochmal abmachen. Ja, das ist, wenn ich zu viel drauf nehme, das muss ich vorher gut abstreichen. So, jetzt kann es nochmal losgehen.
So, ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Jo, dann mache ich das natürlich noch. Ups, da ist ein bisschen zu dick geworden. Okay. Gut, ich mache das noch auf der anderen Seite und lasse das Ganze dann natürlich noch mal wieder 5 Minuten trocknen. So, jetzt kommen wir mal zum letzten Schritt. Und zwar ist das dieser roséfarbene Überlack, der über das Ganze noch drüber kommt. Alles in allem finde ich das Set gar nicht schlecht, weil man ja zwei von den dreien gut nutzen kann. So, das ist dann also das fertige Endergebnis, wie ihr seht. Ich finde, dass das Ganze echt nicht schlecht ist. Also kann ich prinzipiell empfehlen, aber diese ganze Schablonenmimik, würde ich sagen, funktioniert eher nicht. Gut, dann soll es mal wieder für diesmal gewesen sein. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.